wir nun zu unserem letzten Abschnitt unserer Vorlesung, Bindung und emotionale Entwicklung. Hier die erste Prüfungsfrage, was ist Hospitalismus? Und die zweite Prüfungsfrage, welche Bindungstypen sind seit Berkeley bekannt? Und die dritte Prüfungsfrage, welches Verhalten der Eltern führt primär zu einer unsicher vermeidenden Bindung? Bindungen sind die Voraussetzungen für emotionale Entwicklung. Wir haben in der Vergangenheit, insbesondere nachdem der Zweite Weltkrieg war, wo viele Kinder ihre Eltern verloren hatten, gesehen, dass es Bindungsprobleme, das Bindungsprobleme auftraten. Und damals, zu dieser Zeit, wurde der Begriff des Hospitalismus entwickelt von Spitz, ca. 1940. Er beobachtete bei Kindern, die in Waisenhäusern aufwuchsen und gute physische Betreuung hatten, aber ohne enge Bezugspersonen aufwuchsen, dass diese Kinder eine Art Vereinsamung oder Verinnerlichung oder innere Einkehr zeigten. Das heißt also, wo sie kaum sozialen Kontakt aufnahmen, wo sie nur in ihrem Bettchen saßen und solche Schaukelbewegungen des Oberkörpers aufwiesen. Das heißt also, so wie Kinder im zweiten und dritten Lebensmonat sich sozusagen mit sich und ihren angeborenen Reflexen beschäftigen und das heißt also einer Retardierung in ihrem Verhalten aufwiesen. Harlow hat bei Affenkindern, die von den Müttern bzw. von Artgenossen getrennt aufwuchsen, beobachtet, dass sie später sozial nicht angepasst sich verhielten. Das heißt also, wie wir hier an diesem schrecklichen Bild sehen, sie ja sozusagen künstlich auch von der Mutter Ernährung erhielten. Und diese selben konnten später, als sie selber Kinder bekamen, kein Brutpflegeverhalten zeigen. Das heißt also, diese beiden Erkenntnisse über den Hospitalismus und die fehlende soziale, das fehlende soziale Lernen führt letzten Endes zu schweren Schädigungen. Ja. Heutzutage kann aber Hospitalismus auch erweitert werden, zum Beispiel wenn Kinder im Brutkasten, also im Inkubator, aufwachsen müssen und wenig Kontakt, also zu den Eltern haben, zumindest nicht so viel Kontakt, dass wir sie gleich sofort mit in das familiäre Umfeld gehen kann. Oder wenn Kinder eine schwere körperliche Erkrankung haben und lange in der Klinik sein müssen, so wie wir es hier auf diesem Bild sehen. Bis hin zu auch dahingehend, dass Kinder sehr früh Gewalterfahrungen machen und sich nicht trauen, sich anderen Bezugspersonen anzuvertrauen. Oder auch wenn Kinder zum Beispiel sexuelle Übergriffigkeiten haben durch die Eltern und dann eben halt auch im Kindergarten oder auch in der Schule nicht darüber reden können, beziehungsweise sogar so eine Entwicklung durchlaufen, dass sie das fast als normal erachten und es dann nur mal kurz erwähnen. Ja? Das heißt also, hier ist eine ungeheure Aufmerksamkeit nötig, wenn Eltern oder Kinder oder Erziehungsberechtigte oder Lehrer zum Beispiel gegenüber den Kinderärzten das erwähnen, dass das tatsächlich auch ernst genommen werden muss, auch wenn es nur einmal eine kleine Bemerkung war, weil eben halt tatsächlich so ein Gewöhnungsverhalten auftritt, wo die Kinder, die ja, wie wir schon gehört haben, aus der präoperationalen Phase eben die Dinge so hinnehmen, wie sie gerade sind und noch nicht sozusagen Prozesse herstellen können, nicht verstehen können, was die Konsequenzen sind, sondern den Moment so nehmen, wie es ist. Und das ist hier in diesem ganz konkreten Fall natürlich besonders fatal. Und deswegen bedarf es unserer besonderen Aufmerksamkeit. Dahinter steht die gestörte Bindung. Und beschäftigen wir uns erstmal überhaupt mit der Bindungstheorie und was John Bowlby herausfand. Es ist eine umfassende Konzeption der sozioemotionalen Entwicklung des Menschen. Und seine Kernannahme war,
dass die Organisation der Emotionen des Säuglings durch die mütterliche Feinfühligkeit unterstützt wird und damit zur Basis wird für die Entwicklung von Selbstwertgefühl und Beziehungen zu anderen Menschen. Er geht davon aus, dass diese Verhaltenssysteme ihren Ursprung in der Evolutionsgeschichte haben. Das heißt also, dass eine Bindung bedeutet auch Schutz vor Überleben. Er spricht beim Bindungsverhalten von Verhaltensweisen, die das Kind mit seiner Pflegeperson in Verbindung bringen sollen. Das können, wie wir schon gehört haben, in der Vorlesung schreien sein, weinen in den ersten Lebensmonaten. Das kann sein, dass das Kind bei der Bezugsperson hinterherläuft, sich an sie anklammert oder auch später, wenn die Sprache dann erlernt ist, die Bezugsperson, die Mutter ruft, den Vater. Die Funktion besteht darin, die Nähe zu Mutter und Vater aufrechtzuerhalten, auch vor Gefahren sich zu schützen und das Bindungsverhalten des Kindes und das mütterliche oder väterliche Pflegeverhalten bilden zusammen die Grundlage für eine sozio-emotionale Beziehung. Langfristige Konsequenzen sind eigentlich ein inneres Arbeitsmodell. Das heißt also, dass man von sich weiß, wer man ist, wie und was man für Erwartungen an andere stellen kann. Also de facto wirklich die Basis für das Selbstbild und auch das Selbstvertrauen. Wir sprechen hier von mehreren Phasen der Entwicklung der Bindung. Die erste Phase im Englischen Pre-Attachment ist die allgemeine soziale Ansprechbarkeit. Das sind die ersten 6 Wochen. Und das sind die angeborenen Signale, wie zum Beispiel Schreien, was dem Säugling ja auch beibringt, dass die Personen dann auch kommen, wenn sie kommen. Ja? Das heißt, schon hier in den ersten 6 Wochen passieren die Grundlagen für eine bestimmte Form der Bindung. Wenn also Eltern zum Beispiel meinen, das ist doch für das Kind schön, wenn ich das Kind im Kinderwagen draußen an die frische Luft stelle und dann eben dadurch für länger, nicht nur für 10 Minuten, sondern für lange Zeit und damit dann eben nicht bemerken, wenn das Kind weint oder wenn das Kind sozusagen schreit, also nach den Eltern ruft, machen die Kinder hier in diesen ersten 6 Wochen schon die Erfahrung, dass wenn sie rufen, es keine Resonanz gibt. Was wiederum eine Auswirkung hat auf die Intro- oder Extrovertiertheit des Kindes, sich später an andere Menschen zu wenden. In der zweiten Phase kommt es dann auf die Bindung im Sinne einer Einschränkung auf spezifische Personen. Das sind so die ersten 6 bis 8 Monate. Das heißt, hier wird eine Präferenz für vertraute Personen genutzt, die man eben halt beim 9. Lebensmonat auch daran erkennen kann, dass das Kind fremdet. Das heißt also, dass hier die Hypothesenbildung entsteht, oh, das ist eine andere Person als meine Mama oder mein Papa. Und da muss man sich erstmal zurückhalten, da weiß man ja nicht, was kommt. Ne? Und dann wird sich eben hinter den Beinen des Vaters versteckt. Ja, also das sind so Einschränkungen auf spezifische Personen als zweite Phase der Bindung, die aber eher Sicherheit bedeutet. Und die eigentliche Bindung, das Attachment, ist dann von ungefähr dem 9. Lebensmonat bis 1,5 bis 2 Jahre, wo die Kinder ganz aktiv die Nähe zur Bezugsperson suchen. Und auch schon in der Lage sind, die Bezugsperson nicht nur in Mutter und Vater zu sehen, sondern vielleicht auch in anderen Betreuungspersonen oder auch in Großeltern. Und ab 1,5 Jahren kommt es dann zur sogenannten reziproken Beziehung. Das heißt, das Kind macht wirklich bemüht sich, die Nähe zu der Bezugsperson oder zu den Bezugspersonen aufrechtzuerhalten, macht irgendwelche kleinen Geschenke, bringt eine kleine Blume. Oder malt irgendwas Schönes für die Eltern, wobei es interessant ist, dass das Kind in diesen Bildern immer viel mehr sieht, als wir Erwachsene sehen können. Deswegen ist es auch ein Fehler, dort in diesem Bild mitzumalen, sondern das ist das Bild des Kindes und das Kind sieht in diesem Bild viel mehr, als wir Erwachsene sehen können. Und ungefähr so ab 2,5 Jahren ist ein flexibles partnerschaftliches Verhalten. Das Ergebnis besteht nun darin, dass dann ein internes Arbeitsmodell sozusagen geschaffen wurde. Das heißt, ich weiß, wer ich bin, was man an mir mag und was man nicht an mir mag. Und man hat schon einen gewissen Anspruch,
Ja, ein Kind, das zum Beispiel im hohen Stuhl am Mittagstisch oder am Frühstückstisch sitzt und vielleicht ein Joghurt essen will und dann dabei kleckert, ist furchtbar betrübt, wenn das jetzt mal daneben geht und gekleckert wird, weil das so gar nicht mit dem Selbst übereinstimmt, wonach das Kind ja alles richtig machen kann und alles richtig machen will vor allen Dingen. So, das heißt, die sogenannte mentale Repräsentation der eigenen Person, des Selbst im sozialen Kontext, beginnt oder hat sich mit 2,5 Jahren herausgebildet. Wodurch entstehen diese Bindungen? Zum einen durch Nahrungsgabe natürlich, ähnlich auch wie das, was wir bei Tieren kennen, bei Katzen, bei Hunden, dass damit also auch gezeigt wird, ich sorge für dich. Dann durch physischen Kontakt kann Bindung entstehen, ja, dass also Umarmungen, miteinander kuscheln, ja, ein ganz wichtiger Aspekt der Bindung ist die freundliche Zuwendung, wenn wir als Ärztinnen oder Ärzte eben halt ruhig mit dem Kind reden, auf das Kind eingehen, dem Kind auch die Möglichkeit geben, die wir gleich noch in einem Film sehen werden, erstmal den Raum zu elaborieren, bevor wir anfangen mit irgendwelchen Maßnahmen. Und dann auch durch wechselseitige Kommunikation und bedeutungshaltige Interaktion. Das heißt also, bedeutungshaltig für das Kind. Wenn also zum Beispiel das Kind gerne einen Märchenfilm sehen will und in diesem Märchenfilm natürlich vor allen Dingen Themen angesprochen werden, die für das Kind relevant sind und das Kind aber merkt, dass Mutter oder Vater oder die Großeltern in dem Märchenfilm mit ihm sehen, dann entstehen Bindungen. Mary Ainsworth hat schon 1945 Bindungssicherheit getestet. Und das war das erste Mal in der sogenannten Fach der Entwicklungspsychologie, so nennt sich das Fach für die Erkundung der kindlichen Entwicklung, wo im Prinzip dieses Thema getestet wurde. Und mit ähnlichem Design wurde dieser Test mehr als 20 Mal erneut durchgeführt und immer wieder konnten diese Ergebnisse repliziert werden. Es wird hier dieser Test genannt, der sogenannte fremde Situationstest. Der Ablauf ist so, Mutter und Kind werden mit einer fremden Person bekannt gemacht. Mutter und Kind sind allein im Untersuchungsraum. Die fremde Person kommt dazu, die Mutter verlässt den Raum, die Mutter kommt zurück, die fremde Person verlässt den Raum. So, dann verlässt auch die Mutter den Raum, das Kind ist alleine und die fremde Person betritt wieder den Raum, die Mutter kehrt zurück und die fremde Person verlässt den Raum. In der damaligen 1945 durchgeführten Untersuchung von Mary Ainsworth war es so, dass ausschließlich das Verhalten des Kindes beobachtet wurde. In späteren Untersuchungen wurden dann psychophysiologische Maße erhoben, also das heißt der Blutdruck, der Hautleitwert, ne, der ja ein großes, also ein hochrelevantes Maß für Stressreaktion ist, dann auch die Herzrate, also der Puls. Und es wurden in diesen vielen Untersuchungen, die wie gesagt immer wieder dieselben Gruppen replizierten, 4 Gruppen gefunden. Die sicher gebundenen Kinder, zu 65% finden wir diese Kinder, nutzen die Mutter als sichere Basis und explorieren gern. Lassen sich leicht trösten und freuen sich über die Rückkehr der Mutter. Sind aber auch die Kinder, die am lautesten schreien, wenn die Mutter den Raum verlässt. Dann die unsicher ambivalent gebundenen Kinder, das betrifft ungefähr 15%. Da ist wenig Exploration, wenn wir alleine sind. Da ist auch ein Anklammern, wenn die Mutter dabei ist, das zweite Mal den Raum zu verlassen. Hohe emotionale Erregung, wenn die Mutter den Raum verlässt, ja, also schreien auch, aber wenn die Mutter jetzt zurückkehrt, lassen sie sich nicht trösten. Also sie sehen dann diese Mutter nicht als den Ort der Sicherheit. Und die unsicher vermeidenden Kinder, das macht 20% aus, A-Kinder ist hier Awardance. Das heißt, da sind wenig affektive Beziehungen zur Mutter. Die explorieren zwar unwahrscheinlich schnell, was hier passiert, können sich aber an fremde Personen genauso schnell anschließen wie an die Mutter. Das heißt, es gibt keine Präferenz der Mutter, was ja für dieses Alter von 6 Monaten sehr ungewöhnlich ist.
und vermeiden den Kontakt mit der Mutter bei der Rückkehr. Also es ist nicht nur so, wie bei den ambivalent gebundenen Kindern, dass sie sich nicht trösten lassen, sondern sie vermeiden regelrecht den Kontakt bei der Rückkehr der Mutter, aber nehmen Kontakt zur Fremden. Also das heißt, da ist diesen unsicher vermeidenden Kindern, die vermeiden richtig die Mutter, da ist die Mutter sozusagen als Mutter abgewiesen. So, und dann gibt es noch die sogenannten desorganisierten Kinder, das ist aber das wenigste, unter 0,1%, da gibt es überhaupt keine konsistente Bewältigung der fremden Situation. Die schreien einfach nur. So, und wenn man jetzt guckt, inwiefern diese Dinge stabil sind, dann sieht man, dass auch noch nach 5 Jahren bei 80% der so also klassifizierten Kinder oder klassifizierten Bindungsqualitäten noch nach 80% dieselben Bindungsqualitäten zu finden sind. Das heißt also, das, was in den ersten 6 Monaten passiert, ist, solange die Kinder in diesem Umfeld natürlich verbleiben, dann auch noch nach 5 Jahren zu sehen. Und damit ist es. Dann ist natürlich die Frage, was sind denn das nun für Eltern? Also womit müssen wir rechnen, wenn wir Kinder behandeln? Und wir sehen eben, dass Kinder zum Beispiel eben halt kein sicheres Bindungsverhalten zeigen, sondern eben eher ein unsicheres oder ein ambivalentes Bindungsverhalten. Dann sehen wir eben, dass bei den Kindern, die eben eher dieses ängstlich vermeidende Verhalten sind, vor allen Dingen Eltern zu finden sind, die eher abweisend sind. Das heißt, das sind, die können sozusagen nicht kuscheln oder die können nicht umarmen oder die können keine Emotionen zeigen. Oder wenn man sie dann fragt, ob sie sich an ihre eigene Kindheit erinnern können, dann sagen sie klar, nein, kann ich mich nicht. Und sind auch inkonsistent in ihren Emotionsäußerungen. Also bestenfalls mal über den Kopf streicheln, aber das auch nicht immer, so dass die Kinder sich daran gar nicht erinnern können. Ja? Und es ist von dem Ausmaß ist es auch gar nicht, wo man bedenkt, dass Kinder ja wie alle Menschen einfach auch Wärme und Zuneigung, Geborgenheit brauchen und damit eben auch Umarmung. Ne? Wenn Sie an unsere Vorlesung denken über das Oxytocin, was eben ausgeschüttet wird, wenn man uns umarmt, dann wenden die sich um diese Kinder anderen Eltern zu, anderen Bezugspersonen zu. Ne? So, oder dann haben wir die verstrickten Eltern, wo eher ärgerliche Kindheitserinnerungen geschildert werden oder keine kohärenten Berichte. Ne? Und diese verstrickten oder im Englischen preoccupied Eltern sind eben ganz selten bei den Kindern zu finden, die sicher gebunden sind aber zu finden bei den Kindern, die eher, das sehen wir hier unten, die eher auch ängstlich sind, aber unsicher ängstlich sind, also bei diesen 15%, ja, die also sozusagen dann sich nicht trösten lassen von den Eltern. Und dann haben wir leider auch diese ungelösten Eltern, die also selber Verlust oder Missbrauch erlebt haben, also ein Trauma erlebt haben. Und wir sehen, dass diese unresolved parents, diese ungelösten Eltern, dann eben häufig bei Kindern zu finden sind, die eher disorganisiert sind, die also schreien, egal ob die Eltern den Raum verlassen oder wieder reinkommen oder so, eben halt völlig disorganisiert sozusagen mit dieser Situation umgehen. Dagegen die Kinder, die sicher gebunden sind, da finden sich zu 73% auch Eltern, die eher autonom sind. Das heißt also, das kommt jetzt von diesem Begriff, ne, der autonomen Moral, die sich eben an sowohl positive als auch negative Kindheitserlebnisse erinnern und die dazu eine Meinung haben und die sich vielleicht auch von den negativen Kindheitserlebnissen entsprechend abgrenzen, aber irgendwie gelernt haben, dass beides dazugehört und dass man mit beiden irgendwie klarkommt. Also innerlich stabil sind und diese Stabilität dann auch weitergeben können. So, welche Beziehungsstörungen sehen wir nun im Rahmen der Bindung? Es können folgende Formen unterschieden werden. Wir haben hier also überinvolvierte Beziehungen, wie zum Beispiel das, was man als Helikoptereltern bezeichnet. Ich habe Ihnen mal so zwei
Bilder mit reingegeben. Hier zum Beispiel im Spiegel wurde darüber berichtet, mit dem Titel Verschieben Sie die deutsche Arbeit, mein Sohn hat Geburtstag. Ja, oder ein Schreiben der Brüder Grimm-Schule bezüglich des Zugangs zur Schule. Liebe Eltern der Brüder Grimm-Schule, wir wenden uns heute mit einem eindringlichen Appell an die Elternschaft. In den letzten Wochen ist es leider wieder mehrfach zu gefährlichen Situationen in der Zurufung von der Josef-Steinbüchel-Straße zum Schulhof gekommen. Viele Eltern fahren verbotenerweise mit ihrem PKW die Zufahrt herauf und darunter, ob vorwärts oder rückwärts. Diese Eltern gefährden damit immer wieder andere Kinder, die dort zur Schule gehen, wenn das eigene Kind sicher im Auto sitzt. Die Situation ist so gefährlich, dass die Sorge besteht, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass es dort einen schlimmen Unfall geben kann. Das kann bei niemandem von Interesse sein. Wir sind daher der Meinung, so, es kann so nicht weitergehen. Und Sorge um die Kinder. Wir bitten Sie sehr darum, bitte beachten Sie die Verkehrsschilder. So, also wo tatsächlich, also Kinder, nur damit die Kinder nicht zu weit laufen müssen, sozusagen dann in die Einfahrt der Schule eingefahren wurde, aus der aber eben auch andere Kinder, die eben nicht von der Schule mit dem Auto abgeholt oder hingefahren werden, eben halt natürlich auch nur aus der Schule kommen. So, und diese überinvolvierten Beziehungen oder diese Helikoptereltern, die das ja sozusagen gut meinen und wo man nicht immer die Eltern dann verteufeln kann, führen aber leider dazu, was Piaget so schön gesagt hat, dass die Eigenaktivität des Kindes massivst untergraben wird. Und diese Eigenaktivität des Kindes oder diese untergrabene Eigenaktivität kann dann im ungünstigsten Falle dazu führen, dass die Kinder Persönlichkeitsstörungen entwickeln, dass sie eben halt zwar gute Intelligenz haben, aber bei kleinsten Schwierigkeiten umkippen, eben weil sie ja nie Resilienz auch entwickeln konnten, weil die Eltern immer da waren und alles versucht haben, für sie zu glätten und dann Schwierigkeiten haben, ein Studium zu beenden, weil sie nur sich tolerieren können, wenn sie sehr gut sind, ja, also dann auch Narzissmus mitentwickeln und nicht akzeptieren können, dass es eben, so wie ich vorhin von den autonomen Eltern sagten, positive und negative Dinge gibt und dass man an den negativen Dingen wachsen kann. Dagegen interinvolvierte Beziehungen haben wiederum zu wenig soziale Unterstützung und haben interessanterweise dieselben Auswirkungen. Da haben die Kinder nicht gelernt, dass sie Dinge schaffen können, weil manche Dinge kann man ja gerade im Kindesalter nur schaffen, wenn man auch Unterstützung bekommt von anderen. Aber es kommt wie immer auf das Ausmaß an. Schon Paracelsus sagte. Dann gibt es die ängstlich angespannten Beziehungsstörungen, wo Eltern also immer Angst haben, es könnte irgendwas passieren, was wir ganz häufig jetzt gerade während dieser Corona-Zeit erleben. Oder dann auch die ärgerlich ablehnenden Beziehungsstörungen, wo die Kinder das Gefühl haben, dass sie sowieso immer stören, weil die Eltern immer irgendwas vorhaben und also weit entfernt sind von kindzentrierten Spiel oder Vorgehen. Und es gibt die gemischten Beziehungsstörungen, wo alles irgendwie mit hineinspielt, worauf die Kinder sich am wenigsten einstellen können, weil eben die sogenannte Pendelerziehung zu massiver Verunsicherung führt. Dann, wie ich schon leider ausgeführt habe, die verbal misshandelnden Beziehungsstörungen und die körperlich misshandelnden Beziehungsstörungen. Bei den verbal misshandelnden Beziehungsstörungen sind vor allen Dingen emotionaler Missbrauch spielt eine Rolle, wo das Kind also massiv manipuliert wird und dem Kind also deutlich gemacht wird, dass es sowieso nicht das Recht hat, eine eigene Meinung zu haben oder der Vater oder die Mutter sowieso noch viel klüger ist und das Kind noch viel lernen muss und überhaupt nicht in der Lage ist, den Sachverhalt zu beurteilen. Ja? Also wo sozusagen keine Förderung der geistigen Entwicklung im Sinne von liebevoller Zuwendung existiert, sondern wie so eine Art Machtkampf existiert. Und natürlich von den sexuell misshandelnden Beziehungen, wo wir schon einiges gehört haben. Die Literaturangabe, die ich hier unten gebracht habe, bezieht sich aber auf dieses Phänomen, was wir erst seit ca. 15 Jahren haben, also die Helikopter. Letzten Endes führen diese Beziehungsstörungen genau zu diesem Bild. Ein Kind, was sich einsam fühlt und was den Caddy hinter sich her schleppt, statt ihn zu umarmen. Dann gibt es aber natürlich auch nicht nur den Einfluss der Eltern auf die Kinder, sondern auch den Einfluss der Kinder auf die Eltern. Und wie Krupskaya, die Frau von Lenin,
schon sagte, Kinder erziehen ihre Eltern. Und da haben wir also die verschiedensten Temperamentsunterschiede. Ich habe ja schon am Anfang unserer Vorlesung gesagt, dass es also große Unterschiede im Schlafen gibt und dass sicherlich bei vielen Kindern das zutrifft, dass die nur 10 Stunden oder mehr schlafen am Tag. Aber es gibt auch viele Kinder, wo das nicht zutrifft und wo also dann früh um 5 das Kind die Mutter fragt, du musst doch jetzt aufstehen, wir wollen doch in das Museum. Und es ist Sonntag früh um 5. Ja, so. Also das heißt, hier hat man ganz klare große Unterschiede und man wird dann als Eltern schon doch sehr vom Kind mit beeinflusst. Das kann im Positiven bedeuten, dass man wesentlich mehr Verantwortung lernt, dass man die Erfahrung macht, wie schön es ist, von sich vieles zu geben. Es kann aber auch sein, wenn Kinder ein schwieriges Temperament haben, dass Eltern nahezu am Verzweifeln sind und mit dieser Situation überfordert sind. Auch das können Themen sein in der Kinderansprechstunde, wo die Eltern Schwierigkeiten haben, Grenzen zu setzen. Nicht, weil sie generell Grenzen setzen können, sondern weil das Kind einfach ein schwieriges Temperament haben und dann wirklich Frustration eintritt. Oder wenn Eltern nicht in der Lage sind, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. Oder wenn die Kinder dann im Kindergartenalter sind und der Spagat zwischen Beruf und Erziehung und Familie geschafft werden muss. Das sind Dinge, die durchaus zu großem Stress auf Seiten der Eltern führen können. Schwierige Kinder evozieren negative Reaktionen, haben höheres Risiko, unsicher gebunden zu sein als andere Kinder. Wir sprechen hier schon von Veranlagungen, die wir dann später auch als Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren, aber eben halt aufgrund von ja, Zurechnung von Entwicklungen. Das im Kindesalter, wie gesagt, noch nicht sagen. Und diese schwierigen Kinder, ich erinnere mich an eine Situation, wo eine Mutter in die Sprechstunde kam, sehr erschöpft aussah, sehr traurig aussah und darüber berichtete, dass ihr Kind im Kindergarten anderen Kindern wehtut, anderen Kindern schadet und diesen Kindern also so gefährlich wird, dass sie ständig Kritik von den Eltern erfährt und Kritik auch von den Erziehern erfährt und sich einfach kein Rat nimmt. Ja. Und hier sieht man schon erste Hinweise von psychopathologischem Verhalten, Kindern, die andere Kinder oder Erwachsene quälen oder Tiere quälen, wo sie Freude dabei empfinden und überhaupt nicht aus eigenen Erfahrungen lernen können. Das heißt also, das, was wir später auch als soziopathisches Verhalten skizzieren, zeigen und hier natürlich die Eltern in einer ganz besonderen Form gefordert sind. Wir wissen aber auch, dass es nur hinsichtlich, was die Bindung zwischen Kindern und Eltern anbetrifft, eine mittelhohe Konsistenz gibt. Das bedeutet also, dass, wie wir im vorherigen Bild auch schon gesehen haben, dass die Kinder, die zum Beispiel abweisende Eltern haben, ja, oder auch verstrickte Eltern oder ungelöste Eltern haben, trotzdem aber auch ein sicheres Bindungsverhalten entwickeln können. Ja. So, das heißt, es ist nicht so eine hundertprozentige Konsistenz, Übereinstimmung, sondern es sind immer nur diese statistischen Untersuchungen, immer nur Hinweise, ja, die man im Hinterkopf behalten sollte als Hypothese. Ja. Nicht als es ist in Stein geschrieben, sondern als Hypothese. Und so, dass man also auch sehen kann, dass also auch Kinder, die eben halt Vermeider sind, durchaus auch von Eltern kommen können, die sehr stabil sind. So, wo also die Blackbox, der genetische Anteil des Verhaltens, eine große Rolle spielt. So, ja, das sind so einige Bilder, wie die Kinder die Eltern sind. Was bedeutet nun das Gelernte für die Interaktion der Ärztin, des Arztes mit dem Kind? Wir haben verschiedene Ebenen der Kommunikation. Wir haben kindgerechte Untersuchungen und Gespräche. Wir haben die Sprache, wie wir uns auf das Kind einstellen. Wir haben die Berührung. Ja?
Wir haben das Outfit, wir haben keine weißen Kittel in den Kindergarten. Wir beziehen die Eltern ein. Das ist eine große Herausforderung. Und wir kommunizieren über die Krankheit mit den Eltern. Was ja der größte Unterschied jetzt ist, wenn wir Erwachsene mangeln. Das heißt, diese Tätigkeit des Kinderarztes, der Kinderärztin, bedeutet hohe Offenheit, hohe Flexibilität bei hoher Komplexität der erforderlichen fachlichen Fähigkeiten. Wir haben zwar oft mit dem Stress eines ungeheuer dramatischen Krankheitsbeginns zu tun, aber auch mit der Freude über den Schäden. Was ist unsere Schlussfolgerung? Kinder zeigen unterschiedliche Fähigkeiten, zeigen unterschiedliche emotionale Reaktionen und kognitive Verarbeitung. Diese sind abhängig von ihrem Alter, von ihrem körperlichen, mentalen Entwicklungsstand, von ihrer Bildung, ihrer Erziehung, auch von ihrer Interaktion zu den Bezugspersonen und damit auch zu uns. Und das bedeutet also, umso besser wir diese Unterschiede erkennen, umso besser werden wir behandeln können. Zurück zu unserer Prüfungsfrage, was ist Hospitalismus? Hospitalismus ist eine Symptomatik von Kindern, die sich aufgrund von zu geringer emotionaler Unterstützung in sich selbst zurückgezogen haben, eine mentale und emotionale Retardierung aufweisen und unter dieser Vereinsamung leiden. Welche Bindungstypen sind seit Bowlby bekannt? Wieder einen Moment. Das ist die sichere Bindung, die unsicher ambivalente, die unsicher ängstliche Bindung und die desorganisierte Bindung. Und welches Verhalten der Eltern führt primär zu einer unsicher vermeidenden Bindung? Es ist ganz sicher nicht das autonome, sichere Verhalten, ja, sondern wir haben es hier mit einer Bindung zu tun, wo die Eltern wenig Emotionen geben, wo sie abweisend sind, ja, wo sie, wenn sie überhaupt emotionale Reaktionen zeigen, dann inkonsistent zeigen. Das heißt, diese sogenannten Dismissing Parents, ja, die sozusagen emotional nicht vorhanden sind. So, was bedeutet das jetzt für uns? Wir haben jetzt viele Details und viele Fakten über die kindliche Entwicklung gehört, sowohl kognitiv, emotional und moralisch. Und das Wissen darum, hoffe ich, kann Ihnen helfen, in der Diagnostik und Behandlung von Kindern sich besser zurechtzufinden und dazu bestehen. Vielleicht könnten Sie im Seminar zu der kindlichen Entwicklung über die Fragen diskutieren. Können Kinder verstehen, wenn der Arzt sagt, dass sie weniger wissen sollen? Was fühlen Kinder, wenn sie eine Schutzimpfung bekommen? Und welche Unterschiede in der Kommunikation sind zu erwarten, wenn Kinder invasiv behandelt werden müssen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.